Willkommen und hereinspaziert. Heute gibt es einen hübschen Vollmond und, das ist der wesentlichere Punkt, unter Hauptdarsteller Saturn wechselt das Tierkreiszeichen von Wassermann in die Fische. Für die nächsten 2,5 Jahre. Also nicht ganz so unwichtig. Außerdem weiß man ja, dass Saturn, welches Zeichen er transitiert, die große Überprüfung ansetzt. Richtig, jetzt sind die lieben Fischlein dran. Und mundan gesehen wir alle natürlich zu den dazugehörigen Themen. Es ist natürlich so, dass das gleich auf Konkursgraden beginnt. Es ist nicht so prickelnd der Anfang, ne? Eine Saturn-Neptun-Entsprechung steht auch für Konkurs. Das kann man jetzt materiell sehen, wie auch emotional, wie auch körperlich. Das ist einer der miesesten Punkte im ganzen Tierkreis. Mit Saturn in den Fischen ist mit verstärkteren Depressionsneigungen zu rechnen. Mit noch mehr psychischen Problemen, als die Menschheit sowieso schon hat. Ja, das sind die Wasser tief, wortwörtlich. Eine Aufforderung von Saturn hier ist sicher auch die, sich abzugrenzen. Ganz wichtig, die Fische-Energie ist eine unendliche. Da ist nichts mit Abgrenzung, das plätschert in alle Richtungen. Achso, ja, apropos plätschert in alle Richtungen. Ich denke, da ist wieder mit einigen Naturkatastrophen zu rechnen. Brücken brechen, Dämme brechen, alles dieselbe Entsprechung. Was ist die positivste, was ist die günstigste aller Variationen? Genau, Spiritualität, spirituelles Wissen, manifestieren, das braucht man, alle miteinander. Und da muss jeder Einzelne mitmachen. Im Großen und Ganzen gesehen wird verzweifelt versucht, die so offensichtlichen Lügen weiterhin festzuhalten. Wenn wir uns vorstellen, Saturn ist eine uralte Mauer, das Tierkreiszeichen Fische ist das Wasser. Wasser unterspült das Mauerwerk und dann wird es langsam brüchig. Ebenso könnte man sagen, wenn man sagt, okay, Fische, Neptun, gasförmig, Nebel dringt auch durch Mauerritzen. Das Einzige, das Saturn aufweichen kann, ist eben diese Fische-Energie. Somit wird etliches noch poröser und es geht so lange, bis die Regeln, die Gesetzmäßigkeiten sich auflösen. Dann ist das Ziel wohl erreicht. Diesem Ingress-Horoskop steht Saturn jedoch ganz alleine auf weiter Flur als aspektlos. Er fügt sich nicht ein in das große Spiel der anderen. Somit ist er natürlich auch wieder sozusagen schwer zu handeln. Macht er extra Vorstellungen. Es will hier aufgelöst werden, auf allen Ebenen, in der kleinsten Ecke, im Privaten, wie auch im Großen und Ganzen. Die Auflösung ist die letzte Geschichte der neptunischen Arbeit. Zuerst aus Täuschung. Darauf folgt, genau, die Enttäuschung und am Ende die Auflösung. Und die Auflösung ist gleich die Wahrheit, die sich ihren Weg nun sucht. Und das ist ein langer Prozess und den gehen wir jetzt alle schon ziemlich lang und er geht natürlich auch noch weiter. Solange Neptun in den Fischen ist, dauert dieser Prozess noch an. Zu diesem Ganzen Saturn-Ingress ist auch Pluto kurz davor, sein Zeichen zu wechseln, indem er 20 Jahre lang war im Steinbock. Da können wir alle zurückdenken, was sich hier alles getan hat, welche Maßnahmen es gab, wie die Schrauben enger angezogen wurden und die Kontrolle immer ärger. So. Und nun ist es bald soweit, dass Pluto das erste Mal in den Wassermann geht. Er geht dann nämlich nur mehr raus und 24 geht er erst nochmal rein und dann im Wassermann. Der erste Wechsel steht kurz vor der Türe. Und dann kommt eine uranische Energie ins Spiel. Dann wird etwas aufgebrochen.
dann kann es ganz schnell gehen. Saturn in den Fischen wird auch vermehrte Drogenproblematiken bringen. Abhängigkeiten, ist kurz vor Spitze 8, Herrscher Neptun ist in 8. Wahrscheinlich mehr Psychopharmaka, Fragezeichen. Die Regierungen werden auch von Saturn repräsentiert. Nun, jetzt sind die in den Fischen. Noch undurchsichtiger, das geht die ganze Geschichte. Allerdings werden sich auch hier einige ganz deutliche Auflösungen zeigen. Schauen wir uns doch das mal an zu Österreich. So, hier ist der Saturn in Kreis zu Österreich und hier zeigt sich schon eins. Der findet fast punktgenau auf dem Mond des Landes statt. Und der Mond ist das Volk, leidensfähiges Volk. Den gleichen Mond hat übrigens die Schweiz und Deutschland, okay? Alles Fischmonde, die Duldsamen, vielleicht dann nur die Trinker, ich weiß es nicht. Okay, Saturn auf Mond ist so im Persönlichen eine sehr harte Zurückweisung. Das Volk fühlt sich also kreuzweise unverstanden, okay? Und von der Regierung nicht beachtet. Es wird immer mehr gefordert an Einschränkungen, auch Saturn. Die gute Neuigkeit ist allerdings dabei, Herrschaften, das geht vorbei. Das ist kein Dauerzustand, Saturn ist drüber, dieser Übergang dauert bis Ende April. Die angespannte Situation in Österreich ist auch erkenntlich durch die Saturn-Saturn-Opposition. Zusätzlich mit dem Ingress trifft Saturn jetzt auf den Mond diese Einschränkungen für das Volk, das sich nicht gesehen, nicht wertgeschätzt, nicht geachtet fühlt, die Regierung, die vieles tut, aber sich ganz sicher nicht um das Volk zu kümmern. Weiters bleibt Österreich in dem Superspannungsfeld von Uranus in Opposition zu der Sonne und Venus von Österreich. Also mit Überraschung ist nach wie vor zu rechnen, gell? Mit plötzlichen Änderungen, mit dem, was bis dato alles so hübsch, stabil und sicher schien. Man weiß ja nie, auf welche Ideen jemand kommt, gell? Vor allem ist es ja dann so, wenn der Pluto auch noch im Wassermann ist, demnächst in dem Theater, ist ja der Herrscher Uranus. Okay, und das geht hier durchs Regierungsviertel. Also Herrschaften, welche neuen Projekte werden hier ausgebrütet? Jupiter geht derzeit noch durch das 12. Haus und befindet sich in einem Jahr endlich dann über dem Aszendenten von Österreich und geht ins 1. Haus. Das ist dann auch parallel dazu, wenn Pluto im Wassermann bleibt. Okay, und hier werden dann die neuesten Erkenntnisse auf den Tisch gepackt. Hier können wir dann wirklich davon sprechen, dass wieder etwas Positives, etwas Klares und Wahres auf dem Tisch liegt. Für die EU ist dieser Saturn-Ingress nicht ganz so prickelnd, gell? Damit ist ausgelöst Saturn. Pluto, sieh an, wie ich es schon einmal in einem Video gesagt habe, die EU in dieser Form werden wir nicht ewig haben. Das sind die nächsten Dinge, die zu rutschen beginnen, laut und deutlich. Es ist nichts, was man verstecken und verschweigen kann. Jetzt werden noch die restlichen Kräfte sozusagen gesammelt, um noch die große Kontrolle ausüben zu können und aus jedem einzelnen Land und dessen Bevölkerung alles noch rauszuquetschen, was geht. Allerdings ist der absteigende Mondknoten im 2. Haus, wenn sich anschaut, wie es mit der Zinsbewegung ausschaut und der Herr oder Frau Lagarde, schwer zum sagen, ist es sowieso von Haus aus immer schon ein günstiges Spiel gewesen mit der EU. Es ist ja Neptun an Spitze 2. Ja. Und alles, was mit Neptun ist, wird sich irgendwann einmal auflösen, verabschieden. Dieser Neptun befindet sich nun auf der Venus der EU. Venus Kohle. Also, doppelt gemoppelt. Nochmal zurück zum Ingresshoroskop. Also, denkt immer dran, Saturn, egal wo er sich befindet, jetzt im Tierkreiszeichen Fische, macht immer seine große Überprüfung. Wenn alles in Ordnung ist, gibt es nie Probleme.
wenn es Bereiche gibt, die verschattert sind, vermüllt und zugedreckt, ja, dann ist Saturn der große Aufräumer. Was es im Einzelnen heißt, das muss man sich immer individuell ansehen. Das ist die ganz große Kollektivsache, okay? Sehr angefragt ist auch der Wandel des Einzelnen, gell? Die konsequente Arbeit an sich selbst, an diejenigen gerichtet, bei denen ihr drittes Auge nicht nur müde blinzelt. Sehen wir uns doch an, was anno 1994, als Saturn das letzte Mal in den Fischen war, so los war. So, das Jahr hat ja schon interessant begonnen, ne? Hier wurde ein Serienmörder hingerichtet. Mexiko, Kandidat als Staatspräsident, wurde bei einem Attentat getötet. Flugzeugunglücke waren mehrere 1994. Nelson Mandela wird erster schwarzafrikanischer Präsident Südafrikas. Naja, auch so eine False Flag Aktion. Interessanter Punkt. Der Paragraph 175 StGB zur männlichen Homosexualität wird in Deutschland gestrichen. 1994 erst. Aber hier zum Beispiel Saturn, den Fischen, Auflösung eines Gesetzes. Ne? Und viele neue, die nicht gehalten haben, wenn man sich das alles anschaut. Auflösend, klar. Im iranischen Mashhad werden bei dem Bombenanschlag auf die Moschee 26 Menschen getötet, 80 verletzt. Sehr schön. Russland und die Europäische Union unterzeichnen ein umfangreiches Partnerschafts- und Kooperationsabkommen. Kann man nur darauf sagen, siehst du, hat eh lang gehalten. Auch ein Highlight des Jahres beim G7-Gipfeltreffen, erstes Mal, war ein russischer Präsident, nämlich Boris Jelzin, dabei. Wieder ein Bombenanschlag auf das jüdische Gemeindezentrum in Buenos Aires. Auch eine sehr schöne Sache. Der Bundesnachrichtendienst führt die Operation Hades durch, eine von der Behörden inszenierten Plutoniumschmuggel. Gell? Saturn, Neptun, wohin du siehst. Am 12. Juni entscheidet sich Österreich in einer Volksabstimmung für den EU-Beitritt. Klammer auf, wirklich, Klammer zu. 29 Jahre später denken sicher einige anders. Weil das Motto mitgehangen, mitgefangen zählt hier offensichtlich. Gehen wir mal zu den Katastrophen des Jahres. Und da ist auffallend viele Flugzeugabstürze. Da haben wir Erdbeben, Hochwasser, ein Airbus, der runterkam. Erdbeben, noch ein Flugzeug, noch ein Erdbeben, wieder eine Boeing, Vulkanausbrüche. Und die Passagierfähre Estonia, erinnert euch, da sind fast 900 Menschen gestorben. Die größte zivile Schifffahrtskatastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, und in Seoul stürzt noch die Brücke ein. Das, auch das alles sind Saturn-Neptun-Qualitäten, nur zur Erinnerung. Das Wanken der Institutionen und Regierungen denkt immer daran, was auf der großen Leinwand draußen in der Welt passiert, ist nichts anderes als das, was im Einzelnen in Wahrheit abgeht. Alles, was verdrängt wird, verschoben wird, kommt ins große Kollektiv. Und deshalb ist es so wichtig, dass man die Arbeit an sich selbst fortsetzt. Tägliche Reinigung quasi empfohlen. Psychohygiene ist ein hässliches Wort, finde ich. Aber es trifft eben den Punkt, ja. Ich kann nicht verlangen, dass es draußen in der Welt klar und wahr wird, wenn es im Inneren nicht so ist. Noch einmal, das ist nur die vergrößerte Ansicht. Wir erleben das im Kollektiv, was wir im Kollektiv auch verdienen. In diesem Sinne, der Weg führt immer von innen nach außen. Alles Liebe, Andrea.